Also wenn noch du als Sportler Update. Eine Meinung hast, die nicht dem Mainstream ohne Siegessäule, da geht es noch ab ohne ihn. Brandenburger Tor. Ja, aber ja, unser Wasser verkauft, würde ich mal sagen. Wir schenken jetzt den Rest vollst raus. Und der Gewinn von dem Wasser geht an Querdenker, also nicht an uns, nicht, dass es falsch ist. Ich bin Vorbild für den Kampf für die Meinung. Und soeben haben wir gerade erfahren, der Reichstag, also die, der Reichstag, genau, da waren also einige, die haben jetzt den Reichstag versucht zu stürmen. Und jetzt kommen sie da hinten mit Wasserwerfer und weiße Geier. Die beiden Botschafter waren umlagert. Ja. In der russischen Botschaft hat dann irgendwann die Polizei aufgegeben und hat dann alle nur noch an die Botschaft rangelassen. Genau, also ihr kriegt es gerade mit, dem Reichstag muss gerade voll abgehen. Also da wollen jetzt viele Tausende den Reichstag stürmen. Und jetzt ist Polizei im Reichstag mit Wasserwerfer. Also absoluter Hammer. Hier ist noch alles sauber, toll, prima. Michael Ballweg hat ja, na, wann war das, um 16 Uhr ungefähr, die verfassungsgebende Versammlung ausgerufen. Und die Polizei hat jetzt auch genehmigt, dass es hier weitergeht, die nächsten 2 Wochen, bis das deutsche Volk hier eine Verfassung gewählt hat. Da werden jetzt mehrere Bühnen aufgebaut. Fahrt nach Berlin, könnt ihr jederzeit hierher kommen, könnt eure Stimme abgeben zu der Verfassung. Ja, also ich würde mal sagen, BRD. Tschüss, BRD, das war's. Verfassungsgebende Versammlung steht über allen Gesetzen. Ja, müsst ihr euch schlau machen über das Thema. Also das Völkerrecht wird hier wirklich eingehalten, die Polizei hält sich dran. Es wird spannend, die nächsten 1-2 Wochen wäre jetzt mega spannend. Auf jeden Fall ist Amerika und Russland hinter uns. Und ich würde sagen, Deutschland bekommt seinen Friedensvertrag und der Artikel 146 im Grundgesetz wird umgesetzt. Und zwar vom deutschen Volk wird eine Verfassung gewählt. Und wie die neue Staatsform und was da dann alles kommt, das bleibt jetzt spannend. Aber ihr seht, es sind noch alle dabei. Und ihr seht hier alle Nationalitäten. Es war Burner geil. Also es ist noch Burner geil. Wann ich hier jemals wegkomme, weiß ich noch nicht. Alles ist ein bisschen lieber. Gruß an Simon und Moni. Schöne Grüße. Alles schön. Und zwar laut.